Und man dreht die Hintern nicht vom Publikum, also wirklich.
Weil mit der Zeit ist der schon durchgesucht, dann schmeckt der natürlich auch richtig gut. Ne? So, gibst du mir den wieder her? Danke. Belohnung. Immer nicht vergessen. Ne? Die darf ich nicht vergessen. So, das Ganze können wir dann auch über den Rücken platzieren. Da lernen wir dann den Trick mit der Satteldecke. So, gibst du mir das wieder? Dankeschön. Gibst du das? Ja. Auf den Boden. So. Er sucht sich dann immer dieses Knöpfchen da. So, dann geht mal her. Nee, nicht kaputt machen. So. Wenn er das fotografiert hat, nehmen wir das Futter da raus. Dann trainieren wir noch eine Weile mit dem alten Tuch weiter. Das schmeckt natürlich, das macht er dann auch gerne. Und irgendwann tauschen wir das dann gegen ein da unten, gegen ein anderes raus. So, klappt das? Das klappt dann auch. Genau. Und wenn er das dann auch richtig kann, dann können wir anfangen, das Kinderzimmer aufzuräumen. So, bitteschön, du gehst jetzt erstmal. Ja, da, Häschen. Los, bring mal das Häschen her. Komm! Na los, hoppeliwupp, da, ab um den Stuhl herum. So, hoffe, das Kinderzimmer ist nicht. Nein, aufheben. Aufheben. So, das Kinderzimmer ist nicht ganz so vermüllt, weil das kann sonst etwas dauern. So, jetzt geht's weiter. Bewegung, heute noch. So. Da, Müsli, geht auf da jetzt. Komm. Cyrano, hier, komm her, geht auf das Ding da. Komm hier, da, auf jeden Fluss. Gut, dann machen wir weiter. Komm her, da ist ja hinten noch was. Jetzt komm rein. So, da ist auch noch was. Geh auf jeden da. Los, wer ist denn? So, komm her. Komm so jetzt. Ja, geh mal, du. Los mit dir, Schlaftablette. Ja. Gib mir, gib mir. Na? Weil wir da so einkaufen waren. Und dann machen wir noch zum Schluss da den Kollegen. Den geht es jetzt auch noch holen. Hol mal den Kollegen. Los. Ja, den da. Am Fuß. Ja gut. Wo auch immer. Ja. So, das war dann das letzte Stoff hier. Dankeschön. Und dann gibt es Glaschenleber los. Und das mögen wir dann auch. Ja, das ist lustig, ne? Ah, nicht mal, komm mal her, aufheben. Komm hier, heb auf da, aufheben, los, schnell, los. Ja, wir schreien, ne? So, geh mal ein Stück zurück, aber ja. So, dann probieren wir jetzt mal etwas. Das habe ich ihm gerade erst beigebracht, also das klappt nicht immer. Bist du fertig? Kopf hoch. Mach mal den Kopf hoch. Ja, Achtung. Kopf hoch. Hopp. Na also. Was jetzt? Hallo. Tasten da. Ah, okay. So, dann nimm und geh raus. Guck, nicht alles kaputt machen. Hier. Ja. So, dann halt fest. So, und tschüss. Immer, los, ab mit dir! Ja, das war Cyrano. Man kann die Spur verfolgen jetzt. Der ist auch erst 5 Jahre alt, auch ein Knaps, Opa Hengst und natürlich noch sehr verspielt. Und seine Spezialität ist halt das Apportieren. So, jetzt will ich aber mal schnell die Karotten hier austauschen. Und ersetze die jetzt mit etwas anderem. Und wir kommen jetzt zum zweiten Teil. Zum zweiten Teil unserer Vorstellung. Zu den Hunden. So. Hey, hallo. Da sind sie. Ein Teil davon. Den ersten Hund, den ich zu mir reinhole, der hat heute auch so eine Art Premiere. Er hat noch nicht vor Publikum gearbeitet. Er ist noch ein ganz wildes Tier, nicht so groß wie ein Pferd, darum müsste ich mich daran bücken. Darum habe ich hier meinen Taktstock, weil der braucht noch ein bisschen eine Richtung, muss man ihm noch geben. Ne? Und dann hole ich ihn mal rein und das ist unser Finu.
Shepard. Dieser ist unser Wissenschaftler, die
mit seiner Freundin.